Liebst du mich? So heisst das Debütalbum von Sabrina Sauder. In der Schweiz am Sonntag wird sie als neue Star am Schweizer Schlagerhimmel betitelt und die Frage stellt, ob sie die neue Beatrice Egli ist. Heute Abend ist sie bei uns im Studio. Hallo Sabrina. Danke vielmals für die Einladung. Beatrice Egli, bist du denn die neue Beatrice Egli? Das habe ich am Journalist schon damals gesagt, als er mich gefragt hat. Ich habe gesagt, wir sind ganz andere Typen. Nur schon die Haarfarbe ist anders, auch die Musik. Ich setze mehr auf meine Instrumente, Querflöte, Piano. Und sie setzt auf andere Sachen. Aber es ist ein Kompliment. Ja, selbst definitiv. Ja, selbst definitiv. Eben, liebst du mich, deine neue CD? An wen ist diese Frage gerichtet? Also eigentlich ist es eine rhetorische Frage, aber am Schluss richtet sie sich an Hörer und an den, der die CD im ersten Moment anschaut und dann hoffentlich die CD kauft und dann reinlässt. Und ich würde sagen, wir hören nicht nur drei, sondern schauen da drei. Liebst du mich von der Sabrina Sauder? Yeah. Öffne meine Augen und würde gern deine Nähe spüren, doch du bist so fern. Bist zwar physisch hier, emotional bist du weg. Wechsel mir den Eindruck, du scherst dich im Dreck. Sag, liebst du mich? Habe Verlangen nach der Liebe, die mir zusteht. Liebst du mich? Oh. Liebst du mich? Liebst du mich? Tönt jetzt für mich nicht nach klassischem Schlager. Es ist ein Popschlager. Also im Prinzip ist es ein bisschen moderner. Es ist eine Kreuzung zwischen wirklich Popmusik und Schlager. Darum Popschlager. Aber wo siehst du dich jetzt mehr? Also in der klassischen Schlagerschiene, sage ich jetzt einmal, oder doch eher richtig Pop? In der Mischung. Also hast du denn so etwas Neues quasi erfunden? Nein, das ist jetzt eigentlich der neue Weg. Im Prinzip hat Helene Fischer mit Atemlos die Pop-Schlagerschiene angefangen vorzufaden. Und es gibt einige Künstler, die dem folgen. Und ich versuche im Prinzip auch meinen eigenen Sound ein bisschen reinzubringen. Also es ist wirklich eine Mischung. Du hast aber angefangen, hast du ja mit Weihnachtslieder quasi, also vom braven Mädchen mit kurzen Haaren bist du jetzt ja, zum Popschlager gekommen. Die Weihnachtslieder, sind die jetzt Geschichte? Die gibt es nicht mehr in dem Fall von dir. Doch, mal. Also die mache ich auch noch. Ich habe auch regelmässig noch Auftritte mit diesen Schweizer Weihnachtsliedern. Aber ich wollte mich auch weiterentwickeln und habe gefunden, nach den Weihnachtsliedern zwei CDs rausgegeben, Tournee gemacht mit Kinderchör. Jetzt ist es dran, ein Album zu machen mit für unter einem Jahr. Und für mich ist das eine Weiterentwicklung. Aber es ist schon so, also die Haare sind recht viel länger geworden seit hier. Aber du bist ja vielseitig. Also du spielst Querflöte, Piano, du trittst in Kirchen auf, auf grossen Bühnen auch, im Deutschen zum Beispiel. Wo siehst du dich selber jetzt eigentlich daheim? Das ist eine gute Frage. Also die Kombination von allem finde ich spannend. Also ich tritt sehr gerne in Kirchen auf. Die Akustik ist natürlich genial. Aber die grossen Bühnen, also die ziehen mich schon her. Und von dem her ist für mich beides interessant. Ist das auch dort, wo du hin möchtest? Die grossen Bühnen. Ja, natürlich. Also die grossen Bühnen sind auch der Ort, wo du einen Haufen Fans dafür musst haben. Und auf das arbeite ich hin. Und dann muss man auch mit dem roten Kleid auf dem Sofa liegen. Dann lange die Musik allein nicht mehr. Das ist, ja, ich weiss es nicht. Das musst du vielleicht auch die Medien ein bisschen fragen. Es ist schon ein bisschen so, dass man irgendwo ein bisschen provozieren muss, dass man Interesse generiert. Und erst in einem zweiten Schritt wird dann auf Musik geschaut. Und das ist so. Und das ist eine Tatsache. Und ich nutze diese Tatsache. Aber wie bist du denn jetzt auf das rote Kleid gekommen? Das ist ja recht dominant. Das ist jetzt auch auf der CD, es ist im Booklet, ganz viele Fotos. Wie bist du auf die Idee gekommen? Indem ich mir einfach überlegt habe, irgendein Eyecatcher muss einfach etwas, was spannend ist.
Und so normal Leder, das hat jeder im Schlagerbereich, das ist nicht interessant. Dann ist die Idee schnell mal beim Pilates gelandet, haben wir die Kollektionen aus England angeschaut, es gibt ja wunderschöne Kollektionen, und gefunden, der rote, der ist super, den bestelle ich mir. Und ist aber ein riesen Kabarett, gell, bis du das Kleid anhast. Ich habe es vorhin hinter der Bühne schon erzählt. Also braucht man etwa eine halbe Stunde, bis das Ding an ist. Also leistest du es privat weniger an? Ist das jetzt weniger deine Vorliebe privat? Ja, genau. Aber wir reden gerne wieder ein bisschen über Musik. Wer ist so dein musikalisches Vorbild? An wen orientierst du dich? Das sind diverse Leute, also so Inspirationsquellen. Zum einen querflötenmässig ist da sicher auch ein Ian Anderson, der Rockflöte spielt. Mit dem durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen, zu Montreux. Und im deutschen Popbereich ist es klar Helene Fischer, die mich inspiriert. Einfach zum sehen, wie vielseitig sie ist, wie spannend, dass sie eine Show gestaltet. Es sind diverse Leute, die mich inspirieren. Du hast ja das ganze Album selber finanziert, damit Sponsor. Lohnt sich das überhaupt noch, heute so ein Risiko auf sich zu nehmen? Nein. Nein. Also lohnen. Es ist, ich sage immer, es ist ein Promotion-Tool und es ist viel Herzblut drin und das Resultat freut mich. Aber von dem kann ich mein Brot nicht kaufen. Das ist schon so. Also, aber ich brauche es effektiv, um einen Schritt für zu gehen. Dass eben, dass du wieder Interesse generierst von den Medien, das Interesse hast auch vom Publikum. Fans erwarten auch immer mal wieder etwas Neues. Also es ist einfach nötig. Wenn du Musik machen willst, dann musst du früher oder später investieren. Du musst ein Album haben, musst Musikvideos haben. Das. Aber da könntest du eigentlich auch zum Download anbieten. Also ich meine, es ist schön gemacht, es ist auch schön, etwas in der Hand zu haben, ja. Aber so viel wirst du von denen auch nicht mehr verkaufen wahrscheinlich. Das ist korrekt, ja. Der CD-Markt ist total zusammengebrochen. Und zwar nicht nur für mich, für alle anderen Künstler auch. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das Teure da drin ist die ganze Produktion, die ganze Grafik. Bilder und Aufnahmen musst du ja sowieso haben. Jetzt die CD, ob ich die jetzt noch presse oder nicht, das ist nicht mehr der grosse Kostenpunkt. Wo willst du in Zukunft hin? Gibt es einen Wunsch, den du hast? Also die grosse Bühne haben wir jetzt gehört, aber verfolgst du das von Jahr zu Jahr, dann wo die Idee sein, dann wo die Idee sein? Ich habe einfach so ein grobes Ziel, dass ich möchte irgendwann einfach auch eine grosse Bühnenshow haben. Ich möchte schon irgendwann in die grösseren Stadien auch gehen können. Aber ich kann mir das nicht Jahr zu Jahr vornehmen. Es ist einfach so ein Endziel irgendwo. Aber der Weg ist noch lang, aber es kann irgendwann auch oft mal schnell gehen. Man weiss es nie im Business. Aber so einen gewissen Grundstein hast du ja gelegt. Ich meine, wenn die Schweiz am Sonntag dich schon so lobt, im Schweizer Fernsehen hast du einen Auftritt gehabt, das ist schon da. Also ein gewisses Ziel hast du erreicht. Ja, also einiges ist schon passiert, aber ich bin noch nicht zufrieden. Also es muss immer weitergehen. Ich bin so ein Typ, vielleicht bin ich auch nie zufrieden, das ist die andere Frage. Ich will irgendwie immer mehr und ich komme jetzt probieren wir noch das, machen wir noch das und so. Kann man denn in diesem Business zufrieden sein? Also kannst du dir vorstellen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, mal, jetzt bin ich dort, jetzt mache ich noch 10 Jahre Musik? Das wird nicht passieren. Nein. Also ich bin natürlich von klein auf Musikerin, ein Musikerherz. Wir haben daheim immer Musik gemacht und ich werde immer Musik machen. Die Frage ist, ob ich irgendwann vielleicht mal Geige spiele. Das ist die Frage. Also ganz einen anderen Weg einschlagen. Es kann sein, dass ich irgendwann sage, von dieser Musik möchte ich mich vielleicht jetzt ein bisschen weiterentwickeln. Das kann sein. Aber das ist jetzt nicht eine Laune, wo du sagst, jetzt mache ich es mal und dann gehe ich halt, wenn es nicht klappt, gehe ich wieder retour. Also nein. Zum Ursprung. Nein, für das wäre es zu teuer. Für das wäre es definitiv zu teuer. Nein, es ist eine logische Konsequenz aus den Weihnachts-CDs raus, die auch schon so leichte Pop-Schlager waren. Und ich jetzt gefunden, komm, jetzt gehst du aber voll in die Richtung hinein. Aber wie haben die Leute reagiert, die dich persönlich kennen? Eben zum Beispiel, ich habe es gerade vorher gesagt, mit den kurzen Haaren und jetzt mit so einem knalligen Kleid. Wie hat das Umfeld reagiert, wo du gesagt hast, jetzt setze ich auf so etwas? Also jetzt wegen dem Kleid oder wegen der Musik? Sagen wir mal wegen beidem. Also wegen der Musik, da sind einige wirklich grosse Fans, die gesagt haben, hey, das gefällt mir viel besser als der herkömmliche Schlager. Die sagen, wo die Entwicklung gefällt. Wenn es jetzt um den Latex-Kleid geht, dann müsstest du meine Verwandten, Bekannten interviewen. Da sind die Meinungen sehr, sehr gespalten. Die einen finden, muss jetzt das sein? Du siehst, das kann gut aus einem normalen Kleid. Oder? Und die anderen finden, ja, das ist super, das ist genau das, was du brauchst. Am Schluss muss ich meinen Weg gehen, egal was das Umfeld denkt. Du hast aber gesagt, es muss ein Stück weit so sein. Aber ist das auch jetzt die Sabrina auf dem Cover, die auch privat ist? Oder spielst du gewissermaßen doch einfach eine Rolle? Das bin schon ich. Das bin schon ich. Nur, jeder Mensch hat ja verschiedene Persönlichkeiten. Irgendwo bei der Arbeit bist du anders als daheim. Und das ist im Prinzip mein Bühne-Ich. Du hast jetzt ganz auch vorher ganz kurz angesprochen, du machst seit
Kind an, sind klein auf, Musik. Wie bist denn du zu der Musik gekommen? Ist die Familie besonders musikalisch und ist eigentlich klar gewesen, irgendwann gibt es mal so eine CD? Also nicht vielleicht gerade so eine, aber ja gut, die Eltern hätten sich wahrscheinlich jetzt nicht gerade, sie sind grosse Kritiker von dem Latexkleid. Okay. Aber es ist für mich von früh auf klar gewesen, die Eltern sind sehr musikalisch, der Vater singt auch viel, hat auch Chör dirigiert. Also von früh auf, noch heute, haben wir Hausbands gehabt, wo wir miteinander spielen und machen. Also das ist schon von daheim. Und ich habe recht früh, irgendwie mit 10, 11 habe ich schon gewusst, dass ich professionell Musik machen will. Und ich habe eine Weile gebraucht, um meinen Weg zu finden, aber jetzt bin ich angekommen. Also ist das quasi in die Wiege gelegt worden. Wir hören ja auch noch etwas von dir. Was dürfen wir hören? Purzelbäume. Was hast du uns mitgebracht? Für wen hast du den Titel jetzt geschrieben? Oder kannst du einfach Titel schreiben, und wo gar nicht gross irgendwie einen Hintergrund haben? Das hat immer irgendeinen Zusammenhang, entweder mit mir selber oder mit Beobachtungen. Und in diesem Lied geht es klar darum, einfach meinen eigenen Weg zu beschreiben, aber auch zu sagen, hey, bleibt an euren Träumen dran und schlönt Purzelbäume. Es ist nicht immer einfach, aber bleibt dran. Bevor man Purzelbäume schlönt, noch die abschliessende Frage, wo kann man dich live erleben in nächster Zeit? Live bin ich jetzt einige Mal unterwegs gewesen in der Ostschweiz und gehe jetzt in Richtung Zug. Also ich werde an der Zugermesse sein, dann werde ich auch mehr so ein bisschen im Kanton Aargau noch sein. Und in der Ostschweiz gibt es sicher auch wieder Termine im nächsten Jahr. Und sonst alles auf deiner Homepage? sabrinasauder.ch. Wunderbar. Ich bedanke mich, dass du da gewesen bist. Jetzt danke hören wir dich noch live. Nach der musikalischen Einlage von Sabrina Sauder geht es bei uns weiter mit dem Kompakt News vom Tag auf den Punkt gebracht, präsentiert von Claudia Marti. Und jetzt Bühne frei für Sabrina Sauder. Der Alltag wog schwer auf meinen Schultern. Es nicht mehr, es hat mich ausgebrannt. Ich musste vorwärts gehen und hab's deshalb verbannt. Es war nicht leicht, brauchte auch etwas Mut. Für mich hat's gereicht, heute geht es mir gut. Ich lebe meine Träume, schlafe. Purzelbäume, ich fühl mich grandios, so grenzenlos, habe Visionen, viele Ambitionen, ich fühl mich famos und furchtlos, oh, 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 so, so grandios, oh, oh, so grenzenlos, oh, oh, so, so famos, oh, Schranken mehr, fern vom Einheitsbrei, kann meinen Weg jetzt gehen. Es lohnt sich all die Mühe und dafür gerade zu stehen. Manchmal da fordert es all meine Kraft. Vermürbt alledem, tu ich's aus Leidenschaft. Ich lebe meine Träume, Purzelbäume, ich fühl mich grandios, so grenzenlos, habe Visionen, viele Ambitionen, ich fühl mich famos und furchtlos, oh, 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 so, so grandios.